Ein angenehmes Raumklima ist die Voraussetzung für hohen Wohnkomfort. Wussten Sie schon, dass Wärmepumpen von Weiland nicht nur heizen, sondern auch kühlen können? Wie das geht, zeigen wir Ihnen jetzt. Beim Kühlen wird das Funktionsprinzip der Wärmepumpe umgekehrt und die Wärme wird aus dem Haus heraustransportiert. Die Fußbodenheizung wird bei diesem Vorgang zum Kühlkörper, in dem 18 Grad kaltes Wasser durch das Leitungssystem gepumpt wird. Dadurch senkt sich die Raumtemperatur geräuschlos und ohne Zugluft um ca. 3 Grad Celsius. Heizkörper können bei einer Modernisierung mit Wärmepumpe leider nicht zum Kühlen verwendet werden. Mit dem zusätzlichen Einsatz von Gebläsekonvektoren genießen Sie höchsten Kühlkomfort, ähnlich eines Klimagerätes. Darüber hinaus wird die Raumfeuchte reduziert. Gebläsekonvektoren können übrigens auch mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Dadurch lässt sich die Raumtemperatur um mehr als 3 Grad Celsius senken. Die Kühlleistung für Gebläsekonvektoren kann nur im Betrieb mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erreicht werden. Diese Art der Kühlung nennt man aktive Kühlung, weil die Wärmepumpe arbeitet. Mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kann natürlich auch über eine Fußbodenheizung aktiv gekühlt werden. Bei der passiven oder auch natürlichen Kühlung kombiniert man eine Erdwärmepumpe mit einer Fußbodenheizung. Die Wärme im Haus wird über das Leitungssystem ins kalte Erdreich transportiert und kühlt sich dort ab. Nur die Pumpen arbeiten hier. Die Wärmepumpe selbst ist nicht in Betrieb. Sie kühlen dadurch nahezu kostenfrei. Den Strom für den Betrieb der Wärmepumpe kann eine Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach produzieren. Und natürlich können Weilandsysteme auch per App gesteuert werden. Unabhängig davon, wo Sie sich gerade aufhalten. Die perfekte Wahl für Heizen und Kühlen. Wärmepumpen von Weiland. Weiland. Komfort für mein Zuhause.